Sascha für MobaGeeks hier. Wir sind immer noch bei Asus in der Media Suite im Trump Hotel. Und wir schauen uns jetzt mal gerade ganz kurz das neue Nexus 7 an. Nein, es ist nicht erst neu, es ist nach wie vor das alte, da hat sich nichts geändert. Das ist Nexus 7 3G, 32 GB, entsprechend mit LTE. Aber was ganz interessant ist für viele Leute, ist vielleicht hier die Docking Station. Da gibt es ehrlich gesagt nicht ganz so viel drüber zu erzählen. Das Ding ist relativ schwer, also ganz solide verarbeitet. Hinten habt ihr Micro-USB-Anschluss und einen Anschluss für Lautsprecher bzw. für ein Headset. Und dann wird das ganze Ding einfach so auf den Schreibtisch gestellt. Wo sind die Connector? Da sind sie. Und dann packt ihr das Gerät drauf. Dann könnt ihr dann halt euer Tablet laden. Und wenn ihr Musik hören wollt, das funktioniert natürlich auch ohne Probleme damit. Die Kiste kostet, glaube ich, in Deutschland, ich weiß es nicht, 40 Euro. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen heftig für so ein bisschen Zubehör. Aber Tatsache ist, die ist jetzt auf alle Fälle verfügbar. Das ist die Nexus 7 Docking Station. Ehrlich gesagt, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich bin Sascha für MobaGeeks. Vielen Dank fürs Zusehen.